So, wir sehen hier den Bildschirm von Neuroflash. Ist ja erstmal kostenlos, ab einem gewissen Volumen, ab einer gewissen Arbeitsweise muss man was bezahlen. Und man sieht unten links im Eingabefeld, dass man da verschiedene Personen auswählen kann. Zum Beispiel die magische Feder oder den Chatbot oder Marketing-Experte und so weiter. Das macht Sinn, das zu tun. Ihr seht in meiner Videobeschreibung die Fragen, die ich vorbereitet habe, die wir nacheinander eingeben. Sieht man dann hier rechts das Eingabefeld und da kommt dann die Antwort. Kann man mit Klick nach links rüberkriegen oder mit dem Symbol hier in die Zwischenablage und dann in seine Textverarbeitung kopieren. Man kann es auch direkt hier drin editieren. Kurzum, erst der Software einfach vorstellen, das ist wie ein Mensch, wie ein richtig intelligenter Mensch. Und du musst ihm mehr sagen, wenn du mit dem alten, weisen Opa sprichst, du musst ihm mehr sagen, was du von ihm wissen willst und als was er antworten soll. Ob er als Kriegsveteran antworten soll, welche Pflanzen das in Russland in Stalingrad gegeben hat, oder als Opa in Deutschland, welche Pflanzen das in seinem Garten hat, gibt dir eine andere Antwort. Du musst ihm erst sagen, was du von ihm erwartest und erst was er antworten soll. Und genauso wie das bei einem Menschen ist, ist es auch bei der künstlichen Intelligenz. Da kommt noch dazu, ich weiß leider nicht, warum das so ist, aber es ist so, wenn du freundlich und korrekt bist und bitte und danke sagst, liefert dir die künstliche Intelligenz bessere Ergebnisse. Deutlich bessere. Also wenn du ihr sagst, du bist jetzt ein junger Lehrer, linksgrün, Mainstream, findest Greta Thunberg und Friday for Future gut und fragst, was ist deine Meinung oder was weißt du über CO2, kriegst eine völlig andere Antwort, wie wenn er sagt, ja, du bist ein gereifter Herr, ein alter Lehrer, der in seinem Studium auch Geologie studiert hat und sich total gut auskennt mit Zusammenhängen und irdischen Prozessen und so weiter und der es nicht an Fernsehnachplapperaffe ist, sondern selber denkt und fragst den, gibst diese Persönlichkeit mit dem fragst den, was sagst du mir zu CO2, kriegst eine völlig andere Antwort. Natürlich kann die künstliche Intelligenz auch Englisch, kann auch sprechen. Das heißt, du kannst dir 25 Vokabeln oder 50 oder 100 vorschlagen lassen, Erklärungen dazu, Zeitformen dazu und kannst mit der Tastenkombination am Windows-PC im Edge Steuerung, Umschalt, U die Vokabeln vorlesen lassen. Und du kannst auch die Stimme auswählen. Du kannst es auf Native American, Native English oder Englisch gesprochen von einem Spanier oder Italiener oder Inder, was sich ja völlig anders anhört, vorsprechen lassen. Das ist insbesondere gut, um praxisrelevant zu lernen. Für die Schule allein brauchst du es natürlich nicht. Und natürlich kann die künstliche Intelligenz auch Mathe. Du kannst sagen, gib mir fünf Matheaufgaben, die zum bayerischen Lehrplan, Gymnasium, 8. Klasse, zweites Halbjahr passen, mit Erklärung und Musterlösung. Und wenn dir die Aufgaben nicht gefallen oder so, kannst du ja sagen, verbessern oder ändern und so weiter. Du kannst alles. Also damit wird deine Arbeitszeit erheblich besser genutzt, deine Lernzeit. Und bedenke, was auf verschiedenen Wegen in den Kopf reingeht, ist auch leichter und besser wieder abrufbar. Dass wenn du einmal die Vokabel zum Beispiel liest, dann laut liest, selber sprichst, dann vorlesen lässt, sprich hören, gehen sie jeweils sogar verschiedene Öffnungen in den Kopf rein, erreichen verschiedene Hirnareale und wenn du es auf verschiedenen Wegen machst, vielleicht sogar selbst noch schreiben, damit hast du es auch in der Mechanik in der Hand drin, ist der Lernergebnis erheblich besser. Am Ende kannst du, um deinem Kind zu ersparen, all das zu tun, sondern einfach erkläre mir Prozent rechnen. Kannst du für dein Kind, das kommt am Ende des Filmes, auch Persönlichkeiten anlegen? Sehen wir jetzt genau hier. Da klickst du drauf und dann auf Persönlichkeit erstellen, manuell oder automatisch. Automatisch, wenn du halt Texte hast, zum Beispiel die künstliche Intelligenz soll schreiben wie du,
Dann lädst du dein Buch, dein Text, dein Blogartikel hoch und das, was rauskommt, trägt deine Handschrift, ist deine Formulierung. Oder wenn es sein soll, wie der Lehrer, du willst ihm auf gut Deutsch nach dem Mund reden, um gut Punkte zu kriegen, dann nimmst du einen Artikel von der Schülerzeitung, den er geschrieben hat, um seine Gedankenwelt, quasi die künstliche Intelligenz, mitzuteilen. Und damit kriegst du schneller und mit wenig Zeit davon auf jeden Fall bessere Noten, weil immer ja der subjektive Anteil auch in die Benotung einfließt. Und was ich hier am Beispiel, ein Mercedes-Mitarbeiter formuliert und spricht natürlich anders wie ein VW-Mitarbeiter. Und du sagst einfach der künstlichen Intelligenz, genau, hier sieht man an dieser Stelle, soll die Persönlichkeit privat sein oder für dein Team? Das heißt, in deinem Team sind deine zwei Schulkinder, deine Frau, dein Opa und so weiter. Dann mach's mit. Ich habe zum Beispiel eine Persönlichkeit, die heißt Germanische Neue Medizinberater, und die habe ich mit mehreren Büchern vom Reichhammer antrainiert, sodass die wirklich gute, umfassende Information hat zu GNM, Germanische Neue Medizin, die es sonst nicht hat, antrainiert, und auch die Formulierungen und die Texte vom die ähnlich und kompatibel zum Original, zum Dr. Hammer sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du deine Vorurteile zur künstlichen Intelligenz nicht überwinden kannst, dann bitte ich dich mal zu überlegen, mit wem immer auch du sprichst über künstliche Intelligenz. Ich sag immer, das verspreche ich dir feierlich, nur jemand, der sich nie damit beschäftigt hat, der es nichts kann und nichts versteht, er sagt voll Scheiße, macht Jobs kaputt, macht Arbeit kaputt, macht unkreativ. Derjenige, der sich damit beschäftigt hat immer eine gute Meinung. Das verspreche ich dir feierlich, weil ich habe 10 verschiedene KIs getestet und habe den KI Master gemacht. Es ist halt einfach so, wenn du nicht mit der Zeit gehst, überholt dich die Zeit und du bleibst zurück. Auch wenn du Computer nicht gut findest und möchtest deine Ablage und deine Dinge, komplexe, große Dinge, heute noch mit der Karteikarte organisieren. Ja, für eine kleine Garage und die Schrauben da drin, Schrauben seit 50 Schrauben geht es, aber nicht für ein großes Hochregallager. Das geht einfach nicht, das kriegst du von der Komplexität nicht hin. Kurzum, KI nicht zu benutzen, ist immer, immer, immer nur dein Nachteil. Und die Aussage, ja, da werde ich ja gläsern und so weiter, das ist Humbug. Ich meine, du stellst ja auch bei Google und Yahoo und Bing eine Frage, und künstliche Intelligenz ist ja auch wie Google, Yahoo und Bing. Du solltest nur darauf achten, dass du eine künstliche Intelligenz findest, die made in Germany ist, weil in Deutschland ist der Datenschutz besser, strenger und restriktiver gehandhabt als in Amerika. Amerikanische Software sagt im Prinzip, nicht wörtlich, aber tendenziell, ja, wer das benutzt aus Übersee, ist ja aus einer besiegten Feindnation, und den abzuhören, auszuspionieren, das ist unser Recht als Number One Nation, als Siegernation. Aus diesem Grunde ist es von Vorteil, Neuraflash, sprich Made in Germany Software zu verwenden und nicht amerikanische. Wenn ihr Fragen habt, meldet mich an, schreibt mich an, stellt sie. Ich bin gerne bereit, euch die zu beantworten, weil das Thema hochkomplex und hochkompliziert ist. Und ich sag's mal eisenhart: Es gehen Tausende, aber Tausende von Jobs verloren, insbesondere Schreibjobs, Formatierjobs und ähnliches, durch die künstliche Intelligenz. Aber es sichert nicht einen Job, es nicht zu beherrschen. Es sichert einen Job, es gut zu können. Und dann bist du derjenige, der bleibt, und die zwei anderen werden halt gegangen, weil du für drei schreiben und posten und Doku machen kannst, Handbuch übersetzen und schreiben. Ja, das klingt jetzt ein wenig egoistisch, aber so ist die Welt. Wer nicht mit der Zeit geht, der bleibt zurück. Ich meine, siehst du real auf der Straße heute einen Mensch, der mit dem Pferd oder mit dem Esel in die Stadt reitet? Nein. Du kannst dein Pferd, den Esel ja nirgendwo anbinden, nirgendwo ausruhen lassen, nirgendwo einmal Wasser schöpfen. Die Zeit ist einfach vorbei. Und so ist auch die Zeit vorbei. Das
alles manuell und händisch zu machen. Ja, und wenn du nicht mit der Zeit gehst, hol dich die Zeit und du bleibst halt zurück. So ist das Leben. In diesem Sinne, danke, danke, danke.